Also ich habe ja nicht nur die Lizenzen zum sonst was hier, sondern die Lizenz zum Töten, wie der Mr. 007, jedenfalls, die habe ich nicht. Dafür habe ich die Lizenz zum Gegenteil. Und die Lizenz zum Fliegen habe ich auch. Und aus meinem Pilotenleben erzähle ich euch jetzt die hübsche Geschichte. Die heißt einfach nur Pilotenliebe. Schon ein bisschen länger her, aber so lange ist es auch wieder nicht. Wie sie so an der Gangway lehnt, werde ich wohl nie vergessen. Und dabei gelangweilt gähnt, wie ich stewardessen. Gerne tun sie wollen ihren Kapitänen imponieren. Ich fiel so oft darauf herein. Es reicht ja schon, in meine blauen Augen tief hineinzuschauen. Außerdem bin ich nicht gern allein. Sie hört nicht auf zu posen, sie betrachtet dabei streng meine Pilotenhosen, diese werden mir zu eng. Seit viel zu langer Zeit erschien keine Flugbegleiterin, auf die ich so schön eher reagiere. Ich sage ihr, dass sie auch mich begleiten darf, da freut sie sich darüber, dass ich keine Zeit verliere. So nehme ich sie freudig mit zu mir nach Haus. Wir ziehen uns gegenseitig die Uniformen aus. Es ist ja gar nicht viel zu schwer, einen anderen kennenzulernen. Ich fange an, sehr gern, alle Haare zu entfernen, die mich beim Kennenlernen stören, die mir nur die Sicht versperren. Dann, nach dem Entpaaren, ist es nach altem Brauch üblich, sich zu paaren, so machen wir es auch. Sie flüstert, während wir uns küssen, sie wolle alles von mir wissen. Ich verrate lieber nicht zu viel. Ganz zum Schluss, da fragt sie mich, mein Schatz, wie heißt du eigentlich? Obwohl sie das nicht wirklich wissen will. Wir machen, was wir wollen, ich und diese tolle Frau. Nur, ob wir's wiederholen sollen, weiß ich nicht so genau. Es lieben die Piloten halt nicht so rational, so wie die Idioten vom Bodenpersonal. Da hätte man auch dann kein Video machen können, weil die ganze Zeit, weil ich habe da irgendeine Linse von dieser Linsensuppe da.